Ja, du, und jetzt, um das Niveau wieder ein bisschen zu heben, widmen wir uns noch nie mehr Erich Hess. Natürlich, sondern, ich wollte einfach noch kurz darauf hinweisen, wir haben eigentlich schon geplant, noch weitere Gäste einzuladen heute. Aber. Und ein so ein Gast war Cedric Wermuth, oder? Den hätte ich da eigentlich auch noch gerne begrüßt. Ich habe ihn auch angefragt. Ich habe den Cedric Wermuth ganz freundlich gefragt, ob er da würde mitmachen heute bei uns an diesem lustigen Abend. Ja. Wir haben das alles geschildert, wie das sein soll. Und er hat sich dann auch bedankt für die Anfrage. Gemeint, das könnte unter Umständen funktionieren. Und hat dann auch gemeint, dass er eigentlich nur eine Bedingung hat. Bei mehr als zwei Gästen müsste dann mindestens eine Frau dabei sein. Da ist er relativ konsequent, was das Thema angeht. Und ich habe ihm dann auch gesagt, das ist kein Problem. Wir haben höchstens zwei Gäste, darum muss auch gar keine Frau dabei sein. Ich habe ihm dann auch mitgeteilt, dass natürlich der Erich Hess wird da sein heute. Und auf das aber habe ich dann leider nicht mehr gehört vom Cedric. Er hat sich dann gar nicht mehr gemeldet. Ich weiß jetzt auch gar nicht, warum. Ob es an der Gästewahl liegt oder ob einfach schon ein unser Niveau hat ihn vielleicht ein bisschen überfordert. Ja, schon ein bisschen Sexist. Cedric, weil er hat einfach Männer nicht gern, darum will er Frauen haben. Man weiß es nicht. Männer hat er nicht gern. Also okay. Cedric Wermuth finde ich ein bisschen schwach, muss ich sagen. Ja. Er stellt sich da die ganz kritischen Fragen leider nicht. Ja. Finde ich ein bisschen bedenklich. Und sehr. Das muss man hingegen am Erich Hess hoch anrechnen. Er ist heute da und er stellt sich eben die Frage. Genau. Und darum darf ich ihn bitten, dafür zu kommen, zu mir. Applaus! Heiße Stuhl unter einem tosenden Applaus. Erich Hess. Herzlichen Dank. Erich, schön bist du da. Du hast also nicht die gleiche Schmerzgrenze wie der Cedric Wermuth offenbar. An was liegt es? Ja gut, ist wahrscheinlich nicht so, wie du vorhin am Anfang gesagt hast, dass es zu wenig zieht, weil normalerweise, wenn ich irgendwo Auftritt habe, sei das noch in einem sehr kleinen Dorf, habe ich wahrscheinlich mehr Zuschauer als jetzt hier in dieser grossen Stadt Bern. Vielleicht ist es ein bisschen an der Bewerbung gelegen. Du, möglicherweise, gell? Das wollte ich jetzt nicht ausschliessen, aber ja, vielleicht ist das Umfeld auch ein bisschen Erich Hess feindlich, leider. Mir hat es vorhin gedunkelt, als ich da rumgelaufen bin. Da haben sich nicht so, muss ich dir leider sagen, haben sich nicht so positiv geäussert zu dir. Aber das wirst du dir gewöhnt sein. Du weißt wahrscheinlich auch, warum das so ist. Ja, weil ich natürlich konsequente bürgerliche Politik verfolge und natürlich die Leute hier im Progger eher ein bisschen oder sehr linksdenkend sind. Ja. Was ich jetzt vergessen habe zu machen, ich hätte dich eigentlich sehr gerne mit einem passenden Lied noch begrüßt. Vielleicht könnten wir das einfach noch schnell nachholen. Wenn du einfach noch mal könntest, schnell hierher laufen unter einem... Hey, das kannst du schon schnell abspielen. Tausenderen Applaus. Ah, Erich, du hast ein bisschen gelernt aus deinen vergangenen Erfahrungen, hä? Dunkt es mir. So, du hast ein bisschen Satirenerfahrung auch im deutschen Fernsehen schon gesammelt. Das ist ein paar Jahre her. Und du redest immer noch davon. Dort hast du und aber dann, darum gehe ich davon aus, dass es nicht so ein schlechter Auftritt gewesen sein kann, weil sonst würdest du schon vorher. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich finde nur bemerkenswert, dass du dort den Aufforderungen vom Moderator sehr schön Folge geleistet hast. Und da machst du es jetzt nicht mehr. Also es scheint auch ein gewisser Lehreffekt stattgefunden zu haben, offenbar. He? Aber du, das ist schade, weil eigentlich hätte ich dich begrüßen wollen mit dem Thomas Fuchs und dem Erich Hess mit der Zeit. Und auch dir dürfen wir mal schnell applaudieren für unseren Gast, der Erich Hess. So mit den Händen. Hat man keinen Stress mit dem Thomas Fuchs so, und dem Erich Hess mit der Zeit. Ja, mit dem Erich Hess hat man keinen Stress. Hat es hier noch geheissen, das mal? Das war aber noch nie aktuell gewesen, wirklich. Mit dir hat man ja permanent Stress, denke ich. Nein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wieso dass man mit mir Stress haben sollte. Ich verfolge ja, konsequent meine politische Linie. Verfolgen. Also ein Beispiel wäre, du hast wieder ein bisschen Schlagzeilen gemacht, vor kurzem mit der öffentlichen Verwendung als rassistischer Begriff. Du hast im Berner Stadtrat von Neger, die am Dealen sind, geredet.
Und du findest es nicht mal schlimm, oder? Es ist nicht so, dass es einen rassistischen Begriff braucht. Die Staatsanwalt hat also Neger, klar genau geschrieben, nicht? Dass der Begriff nicht rassistisch ist. Sprich, wäre ja angeklagt worden von der Staatsanwaltschaft und hat nicht eine Verfügung bekommen, dass sie das Verfahren schon gar nicht aufnehmen. Dort ist ja um Rassendiskriminierung gegangen, dann, glaube ich. Vielleicht ein Straftatbestand, der ein bisschen zu weit gegangen ist. Darum hätte man den ja nicht können, dann feststellen. Sonst gibt es ja gar keinen Straftatbestand, auf das würde er irgendetwas falsch gemacht haben. Ich wüsste jetzt nicht, an was du redest. Gut, aber Erich, hast du schon mal von einem Buch... Ich kann vielleicht darüber diskutieren, ob man es sagen oder nicht darf sagen. Das machen wir aber jetzt ich bin der Meinung, wir sind in einem freien Land. Es soll jeder sagen, was er will. Fertig. Ja. Auch wenn es vielleicht eine kleine rassistische Note hat. Aber Erich, hast du schon mal von einem Buch namens Duden gehört? Ziemlich gutes Buch. Da findest du Definitionen von Wörtern, die eigentlich in der Regel auch ziemlich anerkannt sind. Ja gut, der wird auch bald neu geschrieben. Wenn wir im Duden vor 30 Jahren gehen, nachschauen, steht etwas anderes, als dort drin steht. Ja... Aber du hast ja das vor kurzem gemacht und vor kurzem ist im Duden noch gestanden. Also steht immer noch dort, die Bezeichnung Neger gilt im öffentlichen Sprachgebrauch als stark diskriminierend und wird deshalb vermieden. Das ist überhaupt nicht diskriminierend. Ich weiss nicht, du bist vielleicht 2-3 Jahre jünger, aber wo nicht das Globi-Buch... Aber so viel älter bist du auch nicht, oder? Ja, Jahrgang 81. Ja, okay, ja. Also du sagst, du bist noch mit dem Wort Neger aufgewachsen, dortmals. Jawohl, ich bin jetzt mit dem Emmental aufgewachsen, vielleicht macht das auch einen Unterschied, ein bisschen kulturellen Unterschied. Du bist vielleicht eher ein Städter und darum vielleicht eher ein bisschen sensibel, was gewisse Sachen anbelangt. Vielleicht, aber du bist ja auch in der Stadt tätig mittlerweile und dann könnte man sich ja auch ein bisschen anpassen, vielleicht das Verhältnis da. Oder man könnte einfach mal in die Uden hineinschauen, aber... Ja, wenn man es nicht so mit Büchern hat, dann... Ja gut, ich habe ja nichts Böses gemeint mit dem Wort selber. Das ist ja nicht ein abersetzendes Wort, grundsätzlich. Findest du? Nein, ja, es ist ja früher, so. Früher war es vielleicht mal so, gewesen, aber die Zeiten haben sich ein bisschen geändert, Erich. Muss ich dir jetzt sagen. Aber ja, also du siehst das nicht als Beleidigung. Ist es ein Kompliment schon fast dann? Ja, nein, aber es ist ein wertneutrales Wort aus meiner Sicht. Und wenn jetzt jemand die, sagen wir mal, jemand würde die als Arschloch bezeichnen vielleicht. Nehmen wir nicht an, dass da irgendjemand einen Grund hat dazu, aber wenn jetzt würde das vorkommen und er würde sagen, aber hey, weißt du, Arschloch ist für mich keine Beleidigung. Ich meine das nur nett, das ist wertneutral. Du würdest das so akzeptieren dann? Ich würde das auch schon akzeptieren, auch wenn er es so würde meinen. Sprich, das ist einfach ihm seine Meinung. Wenn er der Meinung ist, er sei ein Arschloch, dann soll er doch das denken. Und da habe ich auch kein Problem damit.